hier der schöne Ort St. Worthausen. Laufen wir hier durch und wollen uns das so ein bisschen ansehen. Die Burg Katz. Ich werde mal mein Fotoapparat so rausholen. Alles für die Katz, Helmut. Ja, hier sind wir auch schon mal rüber. Ja, von da. Und hier ist der goldene Löwe auf der anderen Seite. Ja. St. Gorthausen, für Stadtplan. Die Festung Rheinfeld. Das St. Goar. Das ist zu hell, ich kann das schlecht sehen, die Kamera. Guck mal, der Bus hier, guck mal, der lenkt die Fähre. Ja, ja. Aber zu Hause. Ja, wir schonen das auch. Ne? Wir lassen uns das auch nicht auf. Die Lorelei jetzt da hinten. Jetzt zum Rheinfels nochmal. Zum goldenen Löwen. Dann mal hier rüber nochmal. Das ist einer von diesen Expresszügen, ne? Auch schön, wenn du da mit dem Zug ja längst mal reinfährst. Mhm. Ah, das ist schon mal ziemlich hoch. Mhm. Sehr gut. Ja. Schöne Aussicht. Ja. Sind sie ja so hoch wie die, ruhig? Ja, Katz ist, ne? Ja. Alles für die Katz. Ich glaube, der Helmut hat nicht, dass wir jetzt gerade so schnell hier hochgelaufen sind.
Ja, die anderen sind faul, die trinken müssen. Das ist das Problem. Zu faul zum Laufen. Wo es schön ist, dann gehen sie nicht rauf. So ein bisschen hier von den Burganlagen. Sind wir gleich oben auf der Burg. Reingehen werden wir wohl nicht. Mal schauen erstmal, was da so kostet. Ja, ja, den John damals, ne? Sind wir hier auf dem Innenhof der Festung Rheinfels. War ganz schön anstrengend, den Berg hoch. Fast wie heute Morgen, wie wir gelaufen sind. Schwitzt wieder ganz schön. Aber wir sind fit, Monika, ne? Ja, meine ich doch wohl. Ein paar Fähnchen hier. Das ist die andere Brücke. Ja. Wir haben da so ein Stück drin, so ein unterirdischer Gänge, so eine Taschenlampe. Das wäre, glaube ich, auch okay. Rheinfels, reingegangen sind wir nicht, 6 D-Mark Eintritt sind für die kurze Zeit zu teuer. Da hätte man schon länger hier oben sein müssen. Man sich vielleicht auch die Kasematten angucken und so. Aber jetzt will ich gleich mal hier auf dem Burghof laufen. Ah. Ja, wenn ich daran denke, ne, vor wie vielen Jahren hier hat alles angefangen mit uns, ne, so in etwa, ne? Ja. War am Anfang, war das. War unser erster Urlaub. Wie Jahr war das? 1973. Da werden die werden jetzt. Gleich mit der Fähre rüberfahren, ne? Mal jetzt hier noch schön die Gegend anschauen, ne? Ist ja fantastisch hier. Da oben waren wir gerade. Festung Rheinfels. Kann man jetzt noch mal hier im Zoom sehen. Also da. Wir sind jetzt also wieder auf die andere Seite rübergefahren, sind jetzt in St. Gorshausen. Wir wollen jetzt da in Richtung Burg. Mal gucken, wenn es nicht so anstrengend ist, laufen wir bis oben hin. Aber das werden wir ja gleich feststellen. Irgendwo wird es ja gleich raufgehen, wie so einen engen Weg. Mal gucken. Jetzt haben wir den Weg immer noch nicht gefunden.
steht dort Loreleistadt, St. Gorshausen. Da oben wollen wir hin. Wenn es nicht zu anstrengend ist. Hier der Aufstieg zur Burg. Jetzt gehen wir erstmal hier die Gässchen hoch. So, jetzt kommt eine Treppe und dann wird es wohl unaufhörlich bergauf gehen. So, ja, viel unermüdlich steigen wir jetzt die Treppenstufen hoch. Jetzt leider kommt ein Ascheweg, der weitergeht zur Burg. Ein paar Treppenstufen sind hier immer noch. Jetzt bin ich an einen Stein angeeckt. Jetzt im Moment die Filmarbeiten einstellen. Ja, und immer noch geht es hier so zahlreiche Treppenstufen hoch. Sieht man natürlich, jetzt haben wir mal die Uhrzeit eingeblendet, jetzt haben wir 16:30. Ist natürlich recht beschwerlich. Die Monika sieht man, ist am Klettern und es haut ganz schön rein. Aber mal sehen, irgendwann werden wir oben an. Geht jetzt immer noch bergauf. Wir sind natürlich schon ein bisschen höher. Monika ist sehr angestrengt, ne? Boah, sind wir schon ziemlich hoch wieder. Kann man natürlich jetzt schlecht sehen, muss ich gleich mal von der anderen. Da sind wir jetzt schon hergekommen. Jetzt geht es immer noch weiter bergauf. Sind also schon einiges, haben wir an Höhe zugelegt. Aber wie man sieht, es geht immer noch bergauf. Schwitzt natürlich schon wieder wie verrückt. Aber ich muss unbedingt hier hoch. Also gleich, man sieht schon, haben wir das geschafft. Dann sind wir schon an der Burg. Aber wir wollen ja noch höher. Da gibt es so eine schöne Bank. Und da wollen wir dann natürlich rauf. Und wollen uns dann unten das Rheintal, also von oben von der Bank aus, ansehen. Da ist die Burg Katz gesperrt, Privateigentum steht da dran. Naja, kann man das Schildchen nochmal vergrößern. Alles für die Katz. So, wir haben es geschafft. Wir sind oberhalb der Burg. War sehr anstrengend. Wollte ich einmal hier rumfilmen und da sieht man, wenn man ganz genau hinschaut, da hinten ist der Loreleifelsen mit den Fahnen. Kann man also jetzt auch deutlich hier auf dem Film erkennen. Wäre ich gerne auch noch hingelaufen, aber leider wäre das von der Zeit ein wenig schlecht. Zu anstrengend. Und wir wollen ja unsere Mitfahrer nicht ganz böse machen, wenn die so lange warten müssen auf uns. Und so viel Bier können die gar nicht trinken, bis wir dann wieder da sind. Jetzt gehen wir wieder ein Stückchen runter hier vorne an die Bank und dann haben wir diese tolle Aussicht auf. Jetzt kann man also ganz deutlich die Burg Katz erkennen. Bin jetzt oberhalb hiervon und der Weg hier rauf war sehr anstrengend gewesen. Vorhin drüben waren wir dann in St. Goar gewesen auch. Unten die Promenade, man sieht auch die Fähranlegestelle. Und da sind wir dann hinten auf der Burg Rheinfels gewesen. Die kann ich jetzt von hier aus gar nicht sehen. Wo ist die denn? Burg Rheinfels, wo bist du? Ach, da hinten, über die Ecke. Also da muss man halt da runter schauen, da müsste die Burg oder Festung Rheinfels sein. Und wenn man jetzt darüber schaut, sieht man so eine Ecke, sieht man eine Fahne, dahinter ist dann die Burg Maus. Das ist natürlich ein wunderbares Panorama, wenn man hier so herunter sieht. Und die Mühe, hier rauf zu laufen, hat sich natürlich sehr gelohnt und der Ausblick entschädigt uns für unsere Strapazen. Jetzt genießen wir natürlich hier oben nochmal diese herrliche Landschaft. Und bei einem Gläschen Cola oder einer Dose, besser gesagt. Monika schaut mit dem Fernglas hier oben runter. Ne, Moni? Ja. Und hier ist es natürlich sehr warm. Irgendwie steigt hier so die warme Luft hoch, ne? Von den Felsen, ne? Ja. Sehr heiß hier oben. Aber die Aussicht eins. Ein schönes Bild. Wieder für mein Internet wahrscheinlich, ne? Das ist grau. Da müsste man sehen, aber durch den Filter, den ich drauf habe, könnte der Grauschleier weggehen. Wahnsinnsaussicht.